Es gibt zwei Arten von Grundobjekten in Cinema 4D, also von Objekten, die man braucht, um damit beispielsweise eine Modellierung, einen Modellierungsvorgang vorzunehmen, zu beginnen, ein Objekt zu formen. Das sind erstmal hier die parametrischen Grundobjekte und natürlich auch, und darum geht es in diesem Film hier, die sogenannten Splines. Splines, ich mache die mal ab hier, reiße hier mal dieses Menü ab und wir gucken uns die mal an. Man findet grundsätzlich dort auch wiederum zwei verschiedene Dinge. Erstens mal die oberen sechs dieser Splines, die können Sie selbst formen. Die können Sie selbst erstellen. Und die untere Liste hier, das sind die Splines, die bereits vorgefertigt sind. Die Splines finden Sie auch noch an anderer Stelle in den Objekten. Dort sind die Objekte nochmal voneinander getrennt. Wir haben hier die Spline-Erzeugung, also das, was ich gerade gesagt habe, die oberen sechs. Und die bereits vorgefertigten, das sind diese Dinge hier. Jetzt möchten Sie vielleicht erstmal wissen, was ist ein Spline überhaupt? Ein Spline ist im Prinzip nichts anderes als ein aus Illustrator, aus Photoshop bekannter Pfad. Und wir öffnen so ein Ding mal. Ich schnapp mir einfach mal den Bogen, ne? Einfach nur mal so. Und jetzt sehen Sie, dass es ein Pfad ist. Allein schon daran, wenn ich da dichter ranzoome, dann können Sie feststellen, dass dieser Pfad keine Ausdehnung hat, ne? Es ist also nur eine sozusagen eine mathematische Beschreibung dieses Weges hier, der sich innerhalb der XY-Achse befindet. Und je dichter Sie ranzoomen, desto näher kommen Sie dem Ding, aber es wird nie dicker werden, ne? Also es hat keine Ausdehnung, ist nur die Beschreibung eines Pfades. Ganz im Gegensatz zu beispielsweise Photoshop, wo Sie mit einem Pfad erst dann was anfangen können, wenn dieser Pfad geschlossen ist. Es ist im Cinema ganz anders. Sie können auch mit solchen Segmenten wie diesem Kreissegment, diesem Bogen etwas anfangen. Und dass Sie mal eine Idee bekommen, was man mit so einem Pfad eigentlich anfangen kann, möchte ich mal ein bisschen vorgreifen und ganz einfach hier ein Lathe-NURBS aufmachen. Das ist ein Generator, der eine Form generiert. Diese Form wird bestimmt eben durch ein Spline, in diesem Fall durch unseren Bogen. Und ich setze diesen Bogen einfach mal rein und dann sehen Sie, was hier passiert. Es wird ein Bogen geformt, eine Kugel geformt aus diesem Bogen. Das ist das, was Sie beispielsweise mit einem Spline anfangen können. Ich mache das nochmal rückgängig und möchte zum Spline selber noch ein paar Sachen sagen. Ich habe den jetzt gerade hier in der Editoransicht, in der 3D-Ansicht angelegt. Üblicherweise tun Sie das nicht, sondern nehmen sich eine dieser Ansichten hier. Und dort, logischerweise, würde ich jetzt wohl die hier auswählen, denn hier sehen Sie gar nichts, hier unten sehen Sie auch nichts. Und hier sehen Sie, wie das Ding aussieht. Würde man jetzt wieder den Lathe-NURBS anlegen und den Bogen hier reinschmeißen, könnte man erkennen, dass ein Volumen entstanden ist. Das allerdings dann sicherlich wieder hier in der 3D-Ansicht besser zu erkennen wäre. Also auf jeden Fall als Körper zu erkennen wäre. Dennoch zum Konstruieren eines Splines nehmen Sie üblicherweise eine der flachen Ansichten, also links, oben, unten, vorne, sowas hier. So, wiederum mache ich das rückgängig, dass wir nur den Bogen haben und möchte mich hier mal noch ein paar Eigenschaften nähern, also Dingen nähern, die man an diesem Bogen einstellen kann. Die können wir allerdings auch prima hier in der 3D-Ansicht anschauen. Es gibt erstmal verschiedene Typen. Es gibt den Kreisbogen, den Kreisabschnitt, ne, sodass der Pfad geschlossen wird, der Spline geschlossen wird. Dann haben wir hier den Ausschnitt, der diese beiden Vektoren hier noch mit einschließt. Und wir haben den Kreisring, der einen inneren und einen äußeren Radius hat. Und wenn Sie hier mal dran drehen wollen, dann sehen Sie beim Verschieben des Innen- oder auch des Außenradius, dass Sie so diesen Kreisring bestimmen können. Natürlich können Sie nicht nur bestimmen, wie dick das Ding ist, sondern auch, wo es anfängt. Das ist der Winkelanfang, beziehungsweise wo es endet. Das ist der Winkelende und können so natürlich auch einen Buchstaben beschreiben. Sie können so was immer beschreiben, was Sie wollen, können beispielsweise sich vorstellen, dass man auf diese Art und Weise ein Gerät bauen kann, das eben hier noch eine Öffnung hat. Das kann entweder eine schematische Ansicht sein oder eine konstruktionsbedingte Ansicht. Und was man auch tun kann, man kann diesen Pfad in verschiedenen Ebenen darlegen. Also beispielsweise liegt er jetzt, wie ich das schon gesagt habe, in der XY-Ebene. Das sieht man daran, wenn ich das Ding drehe.
Ne? Also wenn ich direkt auf die XY-Ebene drauf schaue, dann sehe ich den Pfad in seiner vollen Größe und Ausdehnung. Und wenn ich beispielsweise auf die X, nein, auf die YZ-Ebene schaue, dann sehe ich ihn von der Seite. Ne? Und genauso kann man natürlich auch über die Ebene hier die Ebene bestimmen, in welcher Ebene der Pfad liegen soll. Beziehungsweise ich kann ihn auch hinlegen, dann sieht das Ding so aus und ich könnte jetzt drauf schauen. Das ist dann wichtig, wie Sie sich sicherlich vorstellen können, wenn Sie aus diesem Pfad ein Volumen generieren, ähnlich wie ich das gerade eben demonstriert habe mit dem Lathe-Nerbs, dann muss der Pfad in einer ganz bestimmten Ebene liegen. Natürlich können Sie den jederzeit auch dann noch in eine andere Ebene legen, wenn er sich bereits innerhalb eines dieser Generatoren hier befindet. Sie können oder sollten vielmehr vielleicht auch mal noch ein paar andere Dinge ausprobieren. Sich beispielsweise mal das N-Eck anschauen. Auch dort gibt es Möglichkeiten. Ich lösche mal den, nein, nicht den, sondern den Bogen. Beim N-Eck können Sie beispielsweise festlegen, wie viele Ecken dort sein sollen. Natürlich können Sie auch den Radius verändern. Sie können ebenfalls festlegen, in welcher Ebene das Ding sein soll. Und so können Sie sich ruhig mal noch ein paar andere Sachen anschauen. Die Blume, das Haarprofil, all diese Dinge sind vorgefertigte Splines, die verhältnismäßig häufig zum Einsatz kommen. Sie können sich vorstellen, dass man aus einem Rechteck eben auch so gut wie alles formen kann. Einen Würfel, einen Balken, eine Mauer, eine Wand, eine Platte, all dies lässt sich hieraus formen, wenn man das gerne über die Splines machen möchte. Und ja, schauen Sie sich die Sachen mal an, probieren Sie mal, welche Einstellungsmöglichkeiten Sie hier unten im Attribute-Manager finden und werden Sie so ein bisschen warm mit den Splines. Es gibt drei besondere, für mich zumindest besondere Spline-Objekte, die ich Ihnen gerne mal noch vorstellen möchte und ein wenig ans Herz legen, weil man sie verhältnismäßig häufig benötigt. Das eine ist das Zahnrad, das zweite die Blume und das dritte die Helix. Na? All diese Dinge kommen relativ häufig vor, deswegen gucken wir es uns mal an. Ich beginne mal mit der botanischen Variante, mit der Blume, die allerdings sehr wenig nur mit Botanik zu tun hat. Stellen Sie sich mal einen Querschnitt durch ein Seil vor, dann haben Sie genau diese Formen hier. Die sind vielleicht nicht ganz so tief, sodass man den Innenradius mal ein bisschen erhöhen müsste, aber Sie haben im Prinzip genau diese Formen, die, wenn sie auch noch gewunden sind, tatsächlich aussehen wie ein, ja, wie ein Hanfseil, wie ein Drahtseil, je nachdem, wie genau die Form ist, die Sie hier geben. Sie können der Blume natürlich auch dann den Außenradius vergrößern, allerdings wenn Sie das im gleichen Verhältnis tun, wie Sie es gerade gemacht haben mit dem Innenradius, dann führt das dazu, dass die Form im Prinzip wieder gleich wird. Auch die Anzahl der Blätter lässt sich erhöhen oder wieder runtersetzen, sodass man hier sehr einfache Formen erhält. Seien Sie ein bisschen vorsichtig, wenn Sie diese Anzahl zu hoch schrauben, weil was man jetzt sieht, ist, dass wir hier auf Überlappungen stoßen, die zwar ein recht pittoreskes Muster abbilden, aber nicht wirklich technisch besonders wertvoll sind. Also da sollte man vorsichtig sein, dass diese Überlappung hier nicht zu einer Polygonbildung führt, die hinterher gar nicht mehr sichtbar ist und nur die Größe Ihres Objektes nach oben treibt und damit die Rechenleistung des Rechners unnötig beansprucht. Also wenn Sie so viele Blütenblätter brauchen, dann schauen Sie auch darauf, dass hier der Radius entsprechend angepasst wird. Und jetzt sieht man, dass wir hier keine Überlappung mehr haben. Jetzt würde das sinnvoll dargestellt werden. Wie gesagt, mit dieser Blume können Sie alle möglichen Sorten von Seilen, Schnüren, Drahtseilen produzieren und auch noch viele andere Dinge. Ich mache die mal wieder weg und öffne mal jetzt das Zahnrad. Das Zahnrad heißt Zahnrad und wird auch als solches verhältnismäßig häufig eingesetzt, denn es ist eine rein technische Form. Auch die, mal von allen Seiten betrachtet, sieht eigentlich ganz nett aus. Vielleicht mal, weil es eben diese technische Form ist, gucken wir sie uns mal genau in der XY-Einstellung hier an. Da kann man auf jeden Fall besser erkennen, was wir denn eigentlich an diesem Zahnrad alles ändern können. Natürlich, logischerweise, erstmal die Zähne. Wenn ich allerdings die Zähne verändere, ne, also wesentlich mehr Zähne anfüge, dann müsste eigentlich auch der Innenradius geändert werden, sonst passen die nicht mehr ineinander. Wenn ich mal weniger Zähne nehme, so, dann darf ich diesen Radius wieder ein bisschen verkleinern. Und jetzt können wir sehen, dass eben auch das hier noch geht. Ne? Also ich kann auch den mittleren Radius verändern. Müssen Sie sich vorstellen, wie ein Kreis, der durch diese Punkte hier
durchgeht, durch genau diese Punkte durchgeht, und den Radius dieses Kreises kann ich mit dem Radius Mitte verschieben. Den äußeren Radius kann ich natürlich auch noch verschieben, und dann gibt es noch die Phase, also das Anphasen, das Abstumpfen sozusagen dieser Kante, was ich verändern kann, was beispielsweise mit der Form der Zähne zu tun haben kann, aber vielleicht auch mit der Abnutzung. Auf diese Art und Weise können Sie hervorragend Zahnräder bauen. Jede Menge davon können, wenn Sie die gleichen Radien verwenden, diese Zahnräder auch gut ineinander greifen lassen. Ich mache das Zahnrad nochmal weg und wir schauen uns das letzte Spline an, was ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Das sieht aus dieser Sicht ein bisschen langweilig aus, deshalb gehen wir mal zurück in die 3D-Ansicht. Ich fahre ein bisschen zurück und Sie sehen mit Erstaunen, wie ich hoffe, dass sich diese Helix nicht nur in einer beziehungsweise in zwei Achsen bewegt, also in einer Fläche bewegt, sondern eben auch im Raum ausdehnt. Die Möglichkeiten, was Sie mit diesem Ding bauen können, die sind ungeahnt. Also Sie sehen selber, Sie können höchstwahrscheinlich die tollsten Federn draus bauen, nicht höchstwahrscheinlich, sondern ganz sicher. Sie können Federn draus bauen, technische Federn draus bauen, Sie können Antennen draus bauen, Korkenzieher, all diese Dinge, die mit Spiralen zu tun haben. Dabei kann man natürlich einen unterschiedlichen Anfangs- beziehungsweise Endradius festlegen, damit sich diese Feder auch verjüngen kann. Es wird ein Winkel festgelegt, an dem das ganze Ding anfangen soll. 0 Grad bedeutet, dass es genau hier im Schnittpunkt der XZ-Ebene beginnt. Und dann sehen Sie, dass es hier mit 720 Grad aufhört. Das bedeutet, wenn wir 360 Grad als eine Umdrehung definieren, dann sind 720 Grad genau das Doppelte. Das heißt, wir haben genau zwei Windungen hier dargestellt. Daraus können Sie natürlich auch locker 20 Windungen machen, indem Sie einfach noch eine 0 einfügen, das bestätigen. Es ist nur nicht mehr so richtig gut als Spirale erkennbar, deshalb sollten wir vielleicht auch noch die Höhe ein bisschen verändern und das Ding etwas in die Länge ziehen. So, und jetzt sehen Sie wieder, dass wir eine Spirale vor uns haben. Auf diese Art und Weise lässt sich diese Spirale, diese Helix formen in jeder Richtung, wie Sie wollen. Es gibt noch diese BIAS-Einstellungen hier, die dafür sorgen, dass Sie, wenn wir es mal aus den anderen Richtungen betrachten, beim Radius bzw. bei der Höhe eine nichtlineare Ausbreitung haben. Ja, Sie sehen es auch hier in der 3D-Ansicht, was damit passiert. Das gleiche bei der Höhe, sodass die Spirale auf der einen Seite dichter wird als auf der anderen. Das brauchen Sie entweder für die Animation oder eben auch zum Konstruieren von Gegenständen. Und selbstverständlich lässt sich diese Spirale genau, also diese Helix, genau wie die anderen Splines auch in verschiedenen Ebenen darstellen, in verschiedenen Ebenen anlegen, damit Sie sie immer so parat haben, wie Sie sie eigentlich brauchen. In den Grundobjekten der Splines ist hier unten noch ein weiteres sehr nützliches Werkzeug zu finden. Das ist der sogenannte, steht ja da, der sogenannte Text. Was man damit machen kann, das ahnen Sie sicherlich schon. Man kann damit einfach Texte schreiben, man kann damit Typografie verändern, schreiben, einfügen. Und so wie Sie das aus anderen Programmen kennen, ist es hier im Prinzip auch, denn Text wird in anderen Programmen wie Photoshop oder wie InDesign mit Pfaden markiert, beziehungsweise besteht aus Pfaden, aus Bezier-Kurven. Und genau das gleiche ist es hier in Cinema. Die Texte bestehen aus diesen Splines hier. Im Moment sieht man noch nicht, dass es ein Spline ist. Wenn wir das mal umwandeln würden in ein Polygonobjekt, also in einen echten Spline, dann würden Sie das sehen, dass, wenn wir da mal dichter rangehen oder mal in den Punkte-Selektieren-Modus gehen, und jetzt den Spline markieren, dass es tatsächlich ein Spline ist. Sie haben nur, wenn Sie das gemacht haben, leider gar keine Möglichkeiten mehr, den Text an sich zu beeinflussen. Sie können zwar hier jetzt theoretisch einzelne Pünktchen auswählen und vielleicht auch in eine andere Ecke ziehen, das würde gehen, aber man könnte den Fond nicht mehr ändern und könnte auch die Größe, den Abstand nicht mehr ändern. Deswegen gehe ich diese Wege nochmal zurück und wir machen weiter hier beim Text, solange das noch ein Grundobjekt ist. So, ich drücke den wieder mal in die richtige Richtung hier. Und wir markieren den Text. Und hier in diesem Feld kann der eingegeben werden. Natürlich kann er auch gelöscht werden und ein beliebiger anderer Text eingegeben werden. Wobei ich mal davon ausgehe, dass Sie hier selten wirklich richtig lange Texte schreiben, sondern eher Bilder,
bauen, beziehungsweise Schriftzeichen bauen, Schriftzüge bauen, die man dann als Straßenschilder, als Leuchtreklame einsetzt. Dafür ist es eigentlich gedacht. Ich schreibe das mal einen etwas längeren Text mit der Umschalttaste komme ich in die nächste Zeile. So, zwei Ausrufezeichen dahinter. Und jetzt werden auch diese anderen Dinge hier plötzlich wichtig. Jetzt können Sie nämlich beispielsweise nicht nur die Zeilenhöhe, also damit die Größe, verändern, sondern Sie können auch verändern, wie weit die Schriftzeichen horizontal auseinandergezogen werden. Wobei das ganz wichtig ist, so sehen Sie auch, hier sind wirklich bloß die Abstände, die verändert werden. Es sind nicht die Schriftzeichen selber, die könnte ich jetzt theoretisch alle auf einen Punkt bringen. Und genauso ist es auch der vertikale Abstand, den ich damit verändern kann, um damit ganze Schriftzüge aufzubauen. Jetzt ist es ein bisschen verdeckt, alles ein bisschen aus dem Level hier. Ich bringe das wieder mal in die richtige Position, sodass man das Ganze gut sehen kann. Und wir gucken mal, was wir denn sonst noch haben. Beispielsweise, was sich im Moment gerade auf der rechten Seite verbirgt, was wir gar nicht sehen können. Deswegen muss ich den Editor etwas kleiner machen, ist der Font. Auch den kann ich selbstverständlich auswählen. Wenn ich hier draufklicke, dann öffnet sich dieses Schriftenfenster und ich gehe beispielsweise mal auf irgendeine Schrift, die ich sonst nicht so gut kenne. Curls. Curls ist wunderbar. Hier oben sehen Sie die Voransicht. Bei einer Schriftgröße von 10 ist es nicht wirklich doll. Gehen wir mal auf 36, gucken uns das mal an. Jawohl, gefällt mir, finde ich lustig. Mache ich mal, mache das wieder zu und damit habe ich hier schon die Curls angelegt. Die sind natürlich ein bisschen komplizierter darzustellen und nicht wirklich gut zu lesen. Für eine 3D-Schrift, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber Sie können sie auf jeden Fall verwenden. Ich nehme noch mal eine andere. Gehe wieder auf Font. Brauche hier nichts zu markieren, sondern muss einfach nur hier mir eine Schrift auswählen. Eine Kurier. Mache wieder zu und damit ändert sich das automatisch. Ich brauche also, wie gesagt, nichts zu markieren, sondern es passiert automatisch. Was gibt es noch? Es gibt noch die Möglichkeit, die Buchstaben einzeln zu editieren. Es ist so, wenn ich hiermit weiterarbeiten möchte, muss ich irgendwann mal oder sollte ich, werde ich, je nachdem, meinen Text in ein polygonales Objekt umwandeln. Dann klicke ich auf diesen Punkt hier und jetzt sehen Sie auch, dass der ganze Text nur noch aus Pfaden besteht, beziehungsweise aus Splines besteht, deren Punkte oder auch die gesamte Fläche, die das Spline einschließt, ich natürlich jetzt verändern kann. Möchte ich nicht den gesamten Schriftzug in eine Richtung verschieben, so wie ich das beispielsweise jetzt tun könnte, probieren wir das mal so, ne? Sondern nur einzelne Buchstaben, dann ist es wichtig, dass ich die Option Buchstaben einzeln editieren anklicke. Dazu gehen wir nochmal ein paar Schritte zurück und ich fahre auch mal den Attribute-Manager etwas weiter nach oben. Und hier sehen Sie die Möglichkeit, Buchstaben einzeln editierbar, wenn ich das anklicke und dann ein polygonales Objekt draus machen, habe ich hier dieses Nullobjekt, das wiederum enthält die verschiedenen Zeilen und innerhalb dieser verschiedenen Zeilen die ganzen Buchstaben. Ne? Also hier sind auch die Buchstaben dahinter angegeben, sodass ich jetzt diesen Spline hier markieren könnte. Sie sehen auch, dass das M markiert ist und jetzt kann ich nur das M alleine verschieben. Was gibt es sonst noch? Auch das nehme ich nochmal zurück, um wieder bei unserem Grundobjekt zu sein. Die Zwischenpunkte können angepasst werden, sie können auf verschiedene Arten und Weisen dargestellt werden. Das hat einfach was damit zu tun, was wir auch sehen werden, wenn wir einen eigenen Spline erstellen, wie diese Rundungen hier zustande kommen. Also beispielsweise nur mal um ein Beispiel zu nennen, möchte ich hier keine anklicken, dann gibt es keine Zwischenpunkte Moment, wir haben es gleich, hier zwischen den einzelnen Punkten, sondern sie werden mit Geraden verbunden, das ist nicht üblich. Deswegen gehen wir hier erstmal auf natürlich, sodass wir hier eine natürliche Rundung haben und die Buchstaben so aussehen, wie sie auch aussehen sollten. Jetzt ist natürlich noch die Frage, um das mal ein bisschen vorwegzunehmen, was kann man denn mit sowas eigentlich anfangen? Was kann man damit tun mit so einem Schriftzug? Wir kommen zwar später nochmal gesondert dazu, aber ich möchte trotzdem schon mal ansprechen, was man damit machen kann. Wenn das der Schriftzug ist, dann schnappen wir uns einfach mal hier ein Extrude Nerves, also einen Generator sozusagen, der ein Volumen generiert. Ich schmeiße meinen Text hinein und dann sehen Sie, dass ich hier ein wunderbares Volumen generiert habe. Da kann man drum rumfahren und auf diese Art und Weise kann ich sämtliche Schriftzüge nachbauen, die ich später für Straßenreklame, für Schilder, für alles Mögliche verwenden kann.
Beispielsweise, wie gesagt, nur beispielsweise durch das Hineinlegen in ein Extrude NURBS.